Hallöchen, ihr Lieben. Also bei mir ist wieder ein Paket aus meinem Lieblingsshop Kreativdepot angekommen. Letzten Mittwoch sind ja ganz viele neue schöne Sachen in den Shop gewandert und da ich morgens immer früh wach bin, war ich sehr erfolgreich beim Shoppen. Also das Paket ist voll mit schönen Dingen und tatsächlich, ja gut, die Bestellung ist etwas größer geworden. Aber die Goodies, die hier drin sind, ist ja, das ist der Wahnsinn. So viel schöne Goodies, glaube ich, also hatte ich vielleicht noch nie, aber vielleicht denkt man das auch jedes Mal wieder. Also, als ich das Paket aufgemacht habe, waren schon mal diese vier Tütchen hier drauf mit so süßen Sprüchen wie mit Liebe gemacht. Und diese süßen Herzperlen, wirklich perfekt für meine Babykarten. Ich liebe sie. Dann der nächste, ein kleines Mitbringsel, kann ich immer gebrauchen, diesen Spruch. Super schön und ich liebe ja auch diese Schriftart. Ich meine, ich fand diese Goodie-Stempel mit den Tierchen und so fand ich auch süß und schön. Aber diese Sprüche, das ist ja voll mein Ding. Ja. Dann hier, perfekt, feinstes Hüftgold. Und bis zum Mond und zurück. Das ist ja der Spruch, den ich immer zu meiner Tochter gesagt habe oder immer noch sage. Ich hab dich lieb, bis zum Mond und wieder zurück und noch drei Sterne weiter. Und auch hier sind diese Herzperlen überall mit drin. Also ich habe mich richtig gefreut. Also das klebte oben drauf. Dann habe ich das Paket aufgemacht, habe hier diese Dankeskarte gesehen, wollte sie auspacken, mir durchlesen und dann kommt mir der nächste Stempel entgegen. Ist ja nicht hübsch. Super schön, wirklich. Also ich liebe diese, wie sagt man denn, diese Etiketten, die ich überall so draufpacken kann. Einfach mal so oben auf so einen Umschlag und dann so einen süßen Spruch da rein, wie zum Beispiel feinstes Hüftgold. Also super schön, herrlich. Und da war dann diese Karte drin. Die ist auch, glaube ich, neu. Habe ich zum ersten Mal drin gehabt. Danke und viel Freude mit den schönen neuen Sachen. Ja, werde ich haben. Und dann wollte ich meine Tüten hier hochnehmen. Und denke, Embossingpulver habe ich gar nicht bestellt. Und das Kreativsüchtig-Magazin habe ich auch nicht bestellt. Ach du Schande, nicht, dass die meine Bestellung verwechselt haben. Und dann sehe ich aber den Aufkleber hier drauf und hier die Notizheftzettel. Danke. Und ich gehe davon aus, dass das genauso so ein Goodie war. Also ich habe mich richtig, richtig doll gefreut. Also das ist doch echt mal der Wahnsinn. So eine ganze Zeitung noch dazu. Super cool. Ja, das ist Embossingpulver in Inka Glinz. Sieht aus wie so ein, wahrscheinlich, ich muss mal gucken, wie es dann embossed aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das fast wie so ein schönes Gold wird. Mal gucken. Und habe dann aber natürlich erstmal in die Tüten reingeschult und festgestellt, ja, doch, das habe ich bestellt. Dann ist das vielleicht doch meine Bestellung. Und einfach, also wirklich, die Goodies diesmal, der helle Wahnsinn, ne? Super cool. Also bestellt habe ich dann tatsächlich das neue Distress Oxide Ink Kissen, Kitsch Flamingo, darf nicht fehlen in meiner Sammlung. Ja, tatsächlich muss ich sagen, Sammlung, irgendwie ist das so mehr auch so schon das zweite Hobby. Bastelsachen sammeln. Die sollen natürlich auch verbraucht werden, aber ja, manche Sachen dürfen einfach auch nicht fehlen. Dann habe ich mir nochmal eine Glimmer Hot Foil, also eine Folie für dieses Glimmer-System bestellt. In matt soll die eigentlich sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Hier steht es jetzt nicht direkt, ob es jetzt matt ist, aber wird schon schick sein. Dann, um die nächste Sammlung zu erweitern, sind Nylongarne mit in den Warenkorb gewandert. Diese Farben hatte ich tatsächlich so
gar nicht in meiner Sammlung. Ich kann sie ja mal kurz holen. Ich meine, hier kann man vielleicht meine Lieblingsfarben ganz gut erkennen. Es ist doch eher rosa und blaulastig. Aber tatsächlich brauchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen Orange und Gelb. Ich habe selber, ja gut, ich sage immer, ich habe eine Orange- und Gelb-Sperre, aber auf manchen Projekten hätte es denn ganz gut gepasst. Jetzt habe ich es halt, ne? So. Das zu meinen Garnen. So, und nun zum Hauptteil meiner Bestellung. Die Stanzen und Stempel, auf die ich mich so gefreut habe. Ja, an Stempeln habe ich bestellt dieses Set. Und zwar heißt es Glück für dich. Und da sind so wirklich total süße Sprüche drauf. Glückskleber mit Sofortwirkung oder eine extra Portion Glück für dich. Volles Glück voraus. Und weil ich ja wusste, dass ich dieses Set bestellt habe, es ist gestern auch schon in meinen Einkaufswagen, sind diese Schoko-Glückskäfer gewandert. Und ja, mal gucken, da sollen so kleine süße Mitbringsel draus werden. Ein paar Aufmerksamkeiten für die Besten. Muss ich mal gucken. Ideen gibt es schon. Mal sehen, ob ich es euch hier zeigen kann. Ob sie mir dann auch bei der Umsetzung gefallen. Aber wird schon werden. Hier sind auch so ganz süße kleine Kleeblätter und Marienkäfer drauf. Ich liebe ja auch diese wirklich diese Kleinstempel auf diesen Stempelplatten. Dann als nächstes hatte ich tatsächlich noch gar keine großen Zahlen von Kreativdepot. Und da ich schon das Stempelset Wilde Buchstaben, wo ist es denn? Sekunde. Mit den Sternen hatte. Heißt es denn Alphabet? Alphabet Wilde Sterne. Brauchte ich auch noch das Zahlen Wilde Sterne Set. Passend dazu habe ich mir auch die Stanzen gegönnt. Da kann man dann ganz super schön die Stempel direkt ausstanzen. Wie ihr seht, passt hier super drauf. Für Geburtstagskarten, für Babykarten, also. Oder auch allein schon diese Kreise finde ich ja auch super cool, ne? Sterne gehen immer, ne? Sind schon ein paar Ideen im Kopf. Ja, da freue ich mich. Und dann habe ich bestellt feine Bordüren, so heißt es. Und zwar, weil ich diese Schriftart auch super schön finde. Einfach auf so länglichen Karten, ne? Zum Geburtstag oder einfach so von Herzen für dich. Die sind halt wirklich, ne, wie der Name schon sagt, so klassisch, fein, schick. Ganz mein Geschmack. Liebe Grüße. Sehr schön. Freue ich mich. Und dann habe ich mir diese große Stempelplatte Alphabet längs gestreift zugelegt. Und eigentlich hauptsächlich aufgrund dieser kleinen süßen Anker. Also wie ich schon gesagt habe, ich stehe auf diese kleinen Feinheiten, diese Besonderheiten, ne? Hier ein Herz mit einem Anker drin oder noch eine Nummer größer oder ein bisschen breiter. Super schick. Ich stehe ja auch so ein bisschen auf das Maritime, ne? Und deswegen, das gab es auch noch in Feinstreifen, aber ich finde, das passt besser zum Maritim. Die haben mir richtig gut gefallen. Ja, mein zweites Alphabet-Set. Und dazu passen natürlich dann auch die Stanzen. Habt ihr vielleicht eben schon gesehen? Die habe ich hier hinten mit einsortiert. Passend. Einige habe ich mir schon gelöst. Und dann, wo ist das U? Da. Ne, so macht mehr Sinn. Ne? Also das passt alles wieder super gut.
Super gut, super gut. So, wo habe ich sie jetzt einsortiert gehabt? Oder mache ich nachher. Zack, wir wollen weiter gucken. Das waren die Stempel. Jetzt kommen die Stanzen. Und zwar habe ich bei Craft Emotions zugeschlagen. Die sind natürlich dann auch bei Kreativdepot mit im Shop, aber von der Firma Craft Emotions aus Holland. Und hier auf der Rückseite kann man sehen, das ist so ein Blütenkranz. Beziehungsweise, wie heißt es? Floral Decoration Round. Ja, eine runde florale Dekoration. Ja, das trifft es. Aber es sind halt einfach auch so viele kleine, feine Geschichten wieder mit dabei gewesen und für den Preis einfach echt unschlagbar, ne? Wie viele Stanzen man dabei hat. Man muss das ja nicht als Ganzes so nutzen, sondern kann auch mal nur die Blätter einzeln nehmen oder die Blüten. Also fand ich sehr cool. Und dann sind, hier ist noch ein Schriftzug, Ostern, ganz F. So rum kann man es vielleicht erkennen. Stanzt dann Ostern aus. Aber im Prinzip sind dann ganz viele Basic-Stanzen in meinen Warenkorb gewandert. Und zwar von Craft Emotions Frames Round Magic Pearl. Hatte ich eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen größer sind. Habe ich mich getäuscht, dass man da vielleicht wieder diese Schaukelkarten draus bauen kann. Aber dann wird es halt ein Aufleger für eine Schaukelkarte. Und die stanzen hier nochmal so kleine, wie so Zierdeckchen so aus. Oder, beziehungsweise man kann es auch nur als Rahmen stanzen, weil die Kreisstanze an sich hier, die sind einzeln. Also wenn ich das mal auseinanderbaue, dann ist das eine einzelne Stanze. Und der Kreis selber ist auch noch mal eine Stanze. Also entweder ich stanze mir nur einen Kreis als Aufleger aus oder ich stanze mir einen Rahmen aus oder ich stanze mir einen Kreis mit einem Rahmen, also mit diesem Löcherrahmen aus. Da sind echt schöne viele Möglichkeiten. Das Ganze gab es auch noch mal in Oval. Frames Long Oval Magic Pearl von Craft Emotions. Dann hatte ich ja schon das Ganze hier als Kreise und das gab es jetzt auch als Quadrate und Rechtecke. Die heißen Rectangle Scallop XL oder Open Square Scallop XL. Kann ich mir auch wieder super als tolle Aufleger vorstellen. Und auch hier ist es so, dass man entweder, also hier sieht man es vielleicht auch, dass man entweder das Ganze ohne Rahmen, also ohne diese Scallops ausstanzen kann oder mit Scallops oder man macht nur so einen Rahmen draus, weil nämlich diese Rechteckstanzen auch wieder einzeln sind. Ganz cool. Und dann ist das Ganze als stinknormales Scallops nochmal bei mir eingezogen. Nesting Die Scallop Squares als Rectangles, also Rechtecke und als Circles, also als Kreise. Und tatsächlich hatte ich noch gar keine Stanzen mit so Wellenrand. Daher, also wirklich, bei den Preisen für diese ganzen Stanzen musste ich einfach zuschlagen. Und die letzte Stanze ist nochmal eine kleine Verpackungsstanze. Und zwar die Hexagon Box von Moda Scrap. Ich glaube, im Shop hieß sie Küsschen Box. Und so sieht sie aus. Also sie ist nicht wahnsinnig groß. 7 x 5 cm ist jetzt wahrscheinlich hier die Stanzenabmessung. Nee, das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich ist die fertige Box tatsächlich 7 x 5 cm dann. Die Stanze ist ein bisschen größer. Aber ich denke, es wird nicht lange dauern, bis ich die mal ausprobiert und zusammengebaut habe. Das war meine Riesenbestellung. Hauptsächlich Basics.
Aber auch wie immer ein paar Herzensstanzen, wollte ich gerade sagen, Stempel dabei. Also an den komme ich ja einfach nicht vorbei, ne? Ja, und der absolute Oberknaller, ich kann es nur noch mal sagen, waren tatsächlich dieses Mal oder wie immer vielleicht auch, aber dieses Mal ganz besonders diese Hammer-Goodies. Also ich habe mich richtig doll gefreut. Richtig doll. Herzlichen Dank, Kreativdepot.